Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine Enderman-XP-Farm im Ende bauen kann, die super einfach und sehr effektiv ist. Und das erste, was ihr dafür natürlich erstmal tun müsst, ist ins Ende zu kommen und dann den Drachen zu besiegen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch mit der Farm schon direkt anfangen und das machen wir jetzt auch mal. Das erste, was wir tun, ist, wir suchen uns erstmal einen Ort, wo wir das Ganze bauen wollen. Ich mache es jetzt einfach mal hier. Und dann platzieren wir erstmal drei Blöcke übereinander und machen da unter zwei Blöcke weg. Und genau unter diesem Block machen wir dann ein Loch, das 3x3 Blöcke groß ist. Und das Loch ist dann insgesamt... oder muss insgesamt 21 Blöcke tief sein und das mache ich jetzt einmal schnell. Wenn ihr das geschafft habt, sollte das in etwa so aussehen. Und das nächste, was wir machen, ist, wir bauen hier unten einen kleinen Raum und zwar hüpfen wir dafür einmal hier hinunter und machen dann in diese Richtung erstmal zwei Blöcke. So in etwa. Und dann in jede andere Richtung auch zwei Blöcke, aber da lassen wir dann diese Ebene noch da. So, dann sieht das Ganze in etwa so aus. Was wir dann noch machen, ist natürlich diese Ecken hier auch noch wegzumachen. So. Und dann haben wir den Raum hier unten nämlich auch schon fertig. Hier könnt ihr dann so ein kleines Lager bauen oder sowas oder vielleicht einen Verzauberungstisch auch hier hinstellen. Was auch immer ihr eben machen möchtet. Was wir dann noch machen ist, hier drei Kisten hin platzieren. Und dann platzieren wir hinter jede Kiste nochmal mit Shift und Rechtsklick drei Trichter, die dann alle mit dem Rohr so Richtung Kiste zeigen. Dann könnt ihr nämlich die ganzen Items, die die Endermänner fallen lassen, auch aufsammeln. Das nächste, was wir jetzt machen ist, wir überlegen uns, wo wir den Eingang machen wollen. Ich mache den jetzt einfach mal hier hin und hier buddeln wir uns dann nach oben. So, und im Survival-Modus würdet ihr jetzt hier natürlich Leitern hinbauen, das brauche ich ja im Creative-Modus nicht, deswegen lasse ich das mal. Und dann machen wir hier eine Trapdoor hin. Und das Ganze machen wir jetzt auch hier, wir machen hier einmal drumherum Trapdoors. Dann denken nämlich die Endermänner, dass sie hier auf diesen Block raufgehen können, was sie aber nicht können, weil wir die jetzt alle umklappen. Und dann werden sie eben, wenn sie hier hinlaufen, hier runterfallen. Und weil sie ja drei Blöcke hoch sind, werden sie dann hier mit dem Kopf gegenstoßen und wir können hier ganz entspannt die Endermänner dann töten. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir sorgen dafür, dass die Endermänner dann herlaufen. Und zwar funktioniert das, indem wir hier oben ein Endermite hinstellen. Das ist ein kleines Monster, was wir beschwören können quasi. Und zwar bauen wir hierfür erstmal so eine kleine Plattform, die ist jetzt 3x5 Blöcke groß. Und die umranden wir auch nochmal, damit die Endermänner nicht schon direkt hierher kommen. Weil die brauchen nämlich Sichtkontakt quasi zu dem Endermite. Und das sperren wir jetzt erstmal ab. So. Und auf dem mittleren Block soll dann später das Endermite sein in einem Minecart und dementsprechend legen wir hier erstmal einen verschiedenen hin, damit wir gleich das Endermite einfangen können. Was wir dafür noch machen müssen, ist uns erstmal ein bisschen ausrüsten und zwar kriegen wir nämlich eine Menge Fallschaden. Wir werden jetzt nämlich Enderperlen schmeißen und zwar brauchen wir dafür eigentlich nicht so viele, aber es ist manchmal ein bisschen unlucky und dann braucht man doch ein paar mehr. Deswegen nehme ich jetzt aus Sicherheitsgründen quasi erstmal ganz viele und dann gebe ich mir nochmal eine Rüstung. Das habt ihr natürlich alles im Survival-Modus schon. Und manchmal ist es eben so, dass wenn man Enderperlen schmeißt, dass man eben Glück hat und so ein Endermite tatsächlich beschwört. Das ist dann einfach so ein kleines Vieh, was dann hier rumläuft. Und hoppala. So. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Also geht dann halt in den Survival-Modus oder seid schon im Survival-Modus. Und dann schmeißt ihr hier halt Enderperlen so lange hin, bis ihr hier so ein Endermite habt. Und ihr seht schon, das kostet ziemlich viele Lebenspunkte. Deswegen habe ich hier immer Goldäpfel. Und das Ganze müsst ihr einfach ein bisschen machen. Und dann irgendwann spawnt so einer. Ach hier, jetzt haben wir schon einen, perfekt. Dann können wir auch nämlich direkt schon wieder in den anderen Game-Mode gehen, nämlich in den Creative. So, was wir jetzt machen müssen, ist das Ding benennen. Das sorgt nämlich dafür, dass es nicht despawnt. Normalerweise würden die nämlich nach 2 Minuten despawnen und weg sein. Und das ist natürlich blöd. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend nennen wir den hier jetzt mal Endermite. So. Und dann, zack, benennen wir den einmal. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist den eben einfangen in so einen Minecart. Und dafür müssen wir dann unter dem Endermite quasi eine Schiene haben. Und dann lassen wir einfach das Minecart dagegen fahren. So, zack, jetzt haben wir es eingefangen. Und es soll eben auf diesen mittleren Block hier, den wir eben schon gebaut haben. Das bedeutet auf diesen hier. So, dann schieben wir das Minecart da einmal hin. Platzieren links und rechts einen Block. Und was wichtig ist, ist, dass über dem Minecart auch nochmal ein Block ist. Das sorgt nämlich dafür, dass eben kein Enderman dahin tatsächlich töten kann. Und dann können wir hier auch schon die ganzen Blöcke wegmachen. Und dann sollten die Endermänner, wie ihr schon seht, anfangen, eben wie wild dem Endermite hinterherzulaufen und den kriegen zu wollen und dann fallen sie eben in das Loch unten rein. So, das funktioniert schon ziemlich gut. Was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich nur noch uns hier unten hinstellen und die ganzen Endermänner töten. Und dann schnappen wir uns am besten ein Schwert, verzaubern das und dann können wir hier die ganze Zeit auf die Endermänner einschlagen. Und das Gute ist eben, dass wir so weit unten sind, dass die ganze Zeit oben neue Endermänner spawnen. Und zumindest bei mir auf dem Server ist es so, dass ich eigentlich gar nicht hinterherkomme mit dem Töten, weil die einfach so schnell wieder hier runterfallen, dass ich eigentlich die ganze Zeit hier unten stehen kann und die ja eben kaputt hauen und XP sammeln kann. Und das ist ziemlich cool. Und wie gesagt, ich empfehle euch dann hier unten direkt nochmal am besten irgendwie euren Verzauberungstisch hinzustellen, weil ihr halt, wie gesagt, super viele Level so farmen könnt. Und ja, ansonsten war es das eigentlich von dem Tutorial. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag End in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Farm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.